Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Und ihr seht, ich bin gerade mitten im Porten. Okay, und es ist sehr gut gelaufen. Perfekt, denn wir suchen das Artifact of the Destroyer. Und wie es scheint, gibt es da hier irgendwo... Oh, da unten, okay. Das ist ja jetzt nicht schwer, oder? Ich habe nur ein Problem. Wenn jetzt mein Affe hier... Ach, komm. Ja, sehr gut. Den hätten wir also betäubt. Okay, der Affe, der kann unter Wasser gar nichts machen. Wunderschön, wunderschön. Braucht jemand einen Carposuchus? Affe ist also ungünstig. Ich muss tauchen können und... das Tier muss angreifen können. Wusste ich nicht, dass der Affe im Wasser sich auch null verteidigen kann. Okay, dann nehmen wir halt... Oh, du brennst ganz schön. Einen Wolf, oder? Den haben wir doch jetzt schon oft auch im Wasser angreifen sehen. Da weiß ich wenigstens, der greift im Wasser an. So. Dann muss ich ihn nicht retten. Denn als er meinen Buffon jetzt gerade so im Mund hatte, das war schon ziemlich gemein. Aber Leute, wir haben es gefunden. Wir haben das Artifact of the Destroyer gefunden. Und irgendwie... Wo sind wir denn hier gelandet jetzt? Da ist es. Au. Piranhas. Sehr gut. Die Piranhas machen jetzt, mir jetzt erstmal platt. Und den hier auch. Und dann... Hier das Krokodil am besten noch. Okay, und alles, was so drumherum feucht und fleucht. Irgendwas hat mich vergiftet. Waren das die Frösche? So, Achtung, hinter dir Piranhas. Gamma 4. Und da haben wir es. Ich gehe nur noch mal kurz an die Oberfläche. Und das war jetzt gar nicht mal so schwer. Hier das... Oh, cool. Hier das Artefakt rauszusuchen. Cool. Halt, Moment. Wir nehmen's. Wir holen es dann gleich nochmal. Denn wir brauchen es sowieso zweimal. Das habe ich mit den letzten halt noch nicht gemacht. Das ist sehr schade, dass ich das... gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber mit dem will ich es richtig machen. Das will ich gleich doppelt mir holen. So, du bleibst mal eben hier. Das packe ich jetzt einfach mal in die Chemistry Bench. So. Und jetzt geht's erstmal zurück. Moment. So. Und wir holen das gleiche nochmal. Denn wenn wir irgendwann zu den Bossen wollen, ist klar, dann werden wir das definitiv brauchen. So. Bleibst du unten? Okay, das brauchen wir nicht unbedingt nochmal. Oh, Moment. Nicht, dass das Artefakt dann nicht auftaucht, ja. Genau, da wäre das Artefakt dann nicht mehr aufgetaucht. Also mussten wir das Schwert, den Schwertskin jetzt auch nochmal rausholen, aber das macht ja nichts. So, den können wir nämlich jetzt einmal wegschmeißen. Und ich hätte gedacht, das wird mal wieder so eine richtig aufregende Höhle. Aber das ist so ziemlich das Einzige, wo ich bis jetzt ziemlich enttäuscht bin von der Karte. Dass wir hier halt kaum richtig geile Höhlen haben. Das, finde ich, könnte definitiv mal noch verarbeitet werden. Wenn sowieso an der Karte gearbeitet wird. Und danach sieht es ja auch aus. Dann könnte man das auf jeden Fall auch noch mitmachen. So, jetzt hier. Ja, Leute, ich habe mir gemerkt, wird mit A geschrieben. So. Schade, dass ich jetzt kein Schwert habe für diesen geilen Skin. Aber die Schwerter, die sind mir dann zu schwach. Will ich eins noch hier hinstellen? Oder fange ich hier an? Ich fange hier an. So, und zwar genau hier. Das brauchen wir gar nicht mehr.
wird demolished. Achso, da wird noch Refertilizer drin sein. Ja. So. Und da ist es, Leute. Das Artifact of the Destroyer. Cool, jetzt haben wir schon 8 Artefakte. Es wird immer mehr bei uns. Und dann können wir auch irgendwann mal bald, hoffentlich in naher Zukunft, die Bosse angehen. Aber jetzt schauen wir hier erstmal. Wie gesagt, es wurde mir schon ziemlich zu voll. Hier in meinem Dino-Park, will ich mal sagen. Ist ja schon irgendwo ein kleiner Park mittlerweile. Sowohl Dinos, wie wir haben. Und das ist mir einfach mittlerweile zu viel geworden. Habe ich... Ne, die Eurasia Gun, die habe ich hier nirgends drin. Habe ich sie gelernt? Euthanasia, alles klar. Euthanasia, her damit. So, Freunde. Und jetzt wird hier fröhlich gekillt. Und ja, doch, ich werde mit den ganz normalen hier anfangen. Ich brauche die halt überhaupt gar nicht. Vor allem nicht so einen Trike. Gut, der Störer, der war relativ nützlich. Finden wir aber bestimmt auch noch einen krasseren. Ankylos haben wir jetzt schon viel bessere. Ich weiß, das ist voll unfair und bla bla bla. Sorry, Leute, aber brauchen wir nicht. Dich lasse ich noch, Kugli. Wobei, eigentlich brauchen wir ihn auch nicht. Wer das nicht ertragen kann, schaut bitte weg. Aber ich wollte hier mal ein bisschen aufräumen. Spino, dich werde ich mir mal in stark ziehen. In richtig krass stark. Du bleibst da, du bleibst da. So, die Alpha-Ankylos kann ich hoffentlich irgendwann mal verkaufen. Winnie-Pooh bleibt da. Der Petri brauche ich eigentlich auch nicht mehr. So, weg damit. Und Kaki, du hast eigentlich deinen Soll erfüllt. Schon ewig. Und jetzt ist hier fröhliches Fressen angesagt. Okay, der Rest ist da vielleicht ein bisschen fehl am Platz. So. Nicht, dass ich hier... Nimmst du die Waffe vielleicht mal weg? Oh, den Sattel habe ich drauf. Brauche ich ihn nicht. Na, wobei, Moment. Den werde ich mit zerstören. Na? So. Und dann können wir hier vorne noch ein bisschen snacken. Sorry, Leute, aber das sind die Dinos, die ich halt echt momentan überhaupt nicht mehr gebrauchen kann. Weil es einfach auch dann zu voll wird. Schaut mal, an so einem Mini-Direwolf hängt sich der Riesen-Rex fest. Das ist halt auch echt blöd, finde ich, gemacht. Aber da können wir ja nichts dran ändern. So. Damit haben wir uns jetzt so ziemlich von Altlasten befreit, will ich mal sagen. Wir haben nicht mal viel normale, der Wolf, einfach weil er mir so viel geholfen hat. Beziehungsweise weiß hat. Schütze da mit mir, wenn ich mich hier hinstelle, sollte es gehen. Weil er halt mein erster Dino war, der mir auch wirklich was gebracht hat. Und der Terry genauso, da war ich so hammerfroh, den zu haben. Aber für die anderen war es das jetzt erstmal. So. Zack. Haben wir halt auch wirklich nicht mehr gebraucht, die Dinos. Und wenn man nicht ständig mit den Dinos hier rumläuft, finde ich, ist das schon sehr sinnlos, dann die Basis damit auch zuzumüllen. So. Weg damit. Okay, die Samen, die brauche ich auch alle nicht. Das brauche ich nicht. Okay, und den Rest können wir zuordnen. Null Problemo. Zack, 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 zack.
Und dann wird hier mal aufgeräumt, Leute. So sieht das aus. Wenn bei mir aufgeräumt wird, da müssen Dinos dran glauben. Aber ich will ja auch erstens den Server nicht zumüllen und zweitens gibt es ja auch eine Regel. 50 Dinos pro Tribe. Die Ankylos, die werden definitiv noch wegkommen. Die 4, 5, 6 wahrscheinlich. Je nachdem, was dann für ein Baby rauskommt. Und ansonsten will ich sehen, dass ich von jedem nur höchstens ein Pärchen habe. Wenn überhaupt. Denn es ist hier echt auch ziemlich eng geworden. Na klar, ihr vertragt euch nicht miteinander, oder? Es kommt aber... Ich komme ja gar nicht auf den Malin drauf. Bin ich jetzt auf ihn? Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und mein Rockdrag ist abgefallen. War eigentlich ziemlich klar. Hey, ich dachte, da wäre ein Rek'Sai. Nein, das ist nur mein Schnäckslein. Wie geht's dir? Die hat auch Dauerhunger, habe ich so das Gefühl. Beziehungsweise könnte ich auch die, die richtig schwach sind. Sobald ich dann den besseren habe, könnte ich dann die Schwachen mal aussortieren. Hier hätte ich gerne noch ein starkes Toxic Sabertooth Weibchen. Das wäre mir noch ein Anliegen. Seidenschnabel. Ich hätte eigentlich gerne noch einen besonderen. Und ich wollte noch einen hübscheren Blitzwivern. Stimmt, Leute. Stimmt, wir wollten mal noch einen richtig geilen Wivern uns suchen. Dann lass uns mal eben unsere Gasmaske nehmen. Die vielleicht sogar gleich nochmal reparieren. Zack. Hier ist auch einfach mal überhaupt nichts drin. Zack. Genau, und dann setzen wir die auf und können nochmal zu den Wivern eben gehen. Aber halt am besten mit. Rudolf, warum funktionieren meine Flügel nicht? Das ist mir vorhin schon... das ist mir vorhin schon aufgefallen. Dass sie überhaupt nicht funktionieren jetzt. Okay. Sollten die Flügel mal nicht funktionieren, Leute, einfach abnehmen und wieder aufsetzen. Dann ist das überhaupt kein Problem. Okay, perfekt. Ich möchte jetzt einfach nur noch einen anständigen Blitzwivern. Das wäre mal was Tolles. Keine Sorge. Ich bin auch immer noch dafür, hier so ein Reaper King mir zu angeln. Okay, die haben halt wirklich nur hier festgebackt am Ausgang. Eingang, wie man es nehmen will. Okay, dich haben wir getriggert und da oben ist ein Ei. Da habe ich... Ja, ist sogar... Blitz. Muss mal aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Level 80. Was soll ich denn mit einem Level 80er Ei? Das kann man ja nur essen eigentlich, oder? Okay, da habe ich auch Flammen gehört. Okay, das Ei ist auch verdorben. Hä, was machst denn du? Was ist denn jetzt hier los? Ah ja. Es hing gerade mal alles wieder. Okay, sollten wir aber trotzdem. Perfekt. Ey, da lebt man noch. Ups. Hoppala. Wollte ich nicht. Aber es ist fast verdorben. Okay, dann können wir es eigentlich einfach hier drin lassen. Dann ist es nur aufgeplöppt, weil ich gerade das Fernglas weggenommen hatte. Hier geht's wieder raus. Genau, und hier in der Ecke waren noch Nester. Ich brauche da einfach nur ein geiles Blitzei. Okay, Feuer. Silz. Ja. Level 200 ist... Es wird besser, aber es ist halt trotzdem noch nicht so gut, dass ich sagen würde, ja, das reicht mir. Okay,
irgendwo irgendjemand? Nö. Doch, da. Oh, 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 der ist noch nicht kaputt. Gut, es hat geklappt. Oh. Da muss ich jetzt echt aufpassen. Ja. Sehr gut, der war auch richtig krass stark. Aber jetzt muss ich erstmal Stamina regenerieren. Ein Glück geht das bei ihm relativ schnell. Okay. Einmal hier hoch. Und sehen, dass da... Wow. Wieder mal nichts ist. Da war ich doch gerade kurz erschrocken. Als da noch was kam. Du bist ein ganz normaler Feuer? Ja. Okay, easy. Easy, Leute. Wie gesagt, mit Rudolf ist es hier relativ entspannt auch, finde ich. Ja, du isst mal noch ein paar von denen. Wenn du sie sowieso schon hast. Oh Gott. Hier waren doch mal viel mehr Nester, oder? Ja, chill mal, chill mal. Poison Wibbern. Poison. Das sind jetzt auch alles relativ normale, okay. Hier sind direkt Nester. Oh, bei denen muss ich aufpassen, weil er eben schon in dem Fall fast betäubt ist. Okay. Du chillst mal eben. Da kommt nochmal der Lightning. Aber den sollten wir gleich... sogar noch bevor er uns erwischt hat. Haben wir ihn erwischt. Okay, und die... Da ist es sowieso wichtig, dass man die zeitnah erwischt. Hier sind auch keine Eier drin. Da drüben. Nochmal eben. Pikaboo. Und hier durchschlängeln. Keins. Keins. Ja, ich möchte auch mal wissen, was hier los ist. Überall fehlen die Eier. Das ist sehr ungünstig. Ich will ja nur wissen. Nee. Ah ja, na klar. Lass sie nach unten drücken. Da geht's raus. Schade. Okay, dann halt nicht. Dann gibt's hier gerade keine weiteren Wyvern-Eier für uns. Finde ich sehr schade. Vor allem, weil die sind ja nicht stark. Das ist ja nichts. Sehr schade. Was bist du? Normaler Wyvern, der hier geflohen ist, oder? Corrupted, alles klar. Ja, gut, die Corrupted. Die sind ja jetzt hier auch mit eingefügt worden. Aufpassen. Meistens... Oh, cool. Schwarze Perlen. Meistens kommen hier nämlich Reaper Queens, wenn ich es gar nicht brauche. Aber... auch diesmal... Da! Reaper Queen. Lass mal sehen, ob wir den mit dem Rudolf leichter kriegen. Okay. Nein, gar nicht. Gar nicht. Okay. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge weitermachen mit unserer Suche nach Reaper Queens. Beziehungsweise haben wir ja eine schon gefunden. Denn, wie ihr wisst, unser Ziel ist immer noch der King. Den will ich mir auf jeden Fall holen und ich hoffe, da seid ihr auch mit dabei. Und zwar das nächste Mal. Die Gasmaske, die schaffe ich jetzt erstmal wieder rein. Oh, sieht richtig gefährlich aus. Richtig heftig gefährlich. So, weg damit. Und das wieder auf. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann
das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spielepartys mit mir, Maxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.